Lol. Ach, echt jetzt. Das muss doch nicht sein, Leute. Ja, dann holen wir jetzt noch ein paar mehr. In der Hoffnung, dass da irgendwie Mutanten rausziehen. Vor so Kohle. Damit ich den Rumpf wieder reparieren kann, den ich gerade kaputt gemacht habe. An! Aha. Da ist er. Pure Aggression wächst in mir. Okay, mal gucken, was wir jetzt infiziert. Krieg 6 Dinger für. Okay, egal. Weg damit. Viel Spaß mit dem infizierten Zeug. So, schnell Rumpf reparieren. Hoppidi hopp. Okay. Ablegen. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal hier hoch zu den Mangroven. Ne? Zu Windstrang. Ah. Also auf jeden Fall ein guter Weg, ey. Mal ein bisschen Gas gehen. Ein Teufelsgrat? Teufelsgrat. Okay, dann schauen wir noch mal. Vielen Dank, lieber Benni. Lol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 
Wer seid ihr? Junge, wartet. Hast du mich jetzt hier ein bisschen. Hast du mich hier hingebaitet jetzt, oder was? Das Piranhas, oder was? Und was ist das für ein Geräusch, um Gottes Willen? Nee, ihr kriegt jetzt hier keinen Laut mehr von mir. Nur was ist das? Ach. Was machen die denn da? Was machen die? Greifen die mich an? Verschwindet? Was ist? Kragenhai. Ugh. Das ist ja mal hässlich. Klar, guter Udo, hier drüben, du! Nee, ganz schöne dicke Suppe hier heute. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir rausdretchen können. Oh, hier können wir anlegen. Machen wir das mal. Okay. Ein Mann erwartet dich am Dock. Er stemmt sich gegen Wind und Gischt. Oh, welch wunderbarer Tag! Ein neuer Jünger wird an meine Gestade getrieben! Komm mal an, schwaches Menschlein, und ruh deine müde Seele aus! Ich bin nur auf der Durchreise. Na gut. Deine Ankunft ist eine wahre Fügung! Ich habe gerufen, und jetzt kommst du als Antwort! Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor und du wirst mein Nachfolger sein. Was? Was? Ich mache mich mal auf. Oh nein. Nein. Ich höre zu. Deine Prüfung beginnt sofort. Sag mir, was sucht deine Seele? Ja, Glück, Trauer oder Leere? Ja, natürlich Glück. Also weder Trauer noch... Ha! Nichts als faule Ausrede, um nicht nach höheren streben zu müssen. Das Glück ist per Definition ein Kompromiss. Und dein Fleisch? Wonach verlangt es? Die Kälte des Wassers, der Biss des Salzes oder die Wärme der Sonne. Also gibt es Leute, die jetzt sagen, ja, der Biss des Salzes. Was? Nein, natürlich die Wärme der Sonne. Und dennoch meidet sie dich. Über den Rest deiner Tage liegt ein Schatten. Endlich, was verdient die Welt? Alles oder nichts? Naja, natürlich, ich bin ein positiver Mensch, alles. In gewisser Weise. Sie verdient, was an Land geschwült wird, was die Tiefe freiwillig herschenkt. Aber nicht mehr. Die Prüfung ist abgeschlossen. Du hast noch viel zu lernen, mein junger Padawan. Aber dieses Wissen wird dir bei Zeiten zuteil. Nun dann, deine Aufgabe als mein Jünger ist es, als Botschafter der Läuterung zu agieren. Genau wie ich es früher tat. In den nahen Spitzen lodert ein ewiges Feuer. Doch die Herdstätten der drei Idole liegen leer und unfruchtbar da. Beschaffe drei unergründliche Flammen von den Felsen hinter uns und entzünde die Tiegel. Mission hinzugefügt. Besuche die Schreine der Tiefe. Ja, ich werde sie markieren. Achso, besuche die Schreine der Tiefe. Ich werde sie markieren. Sie werden dir weiteren Rat bieten. Und ich bin aus der Verantwortung entlassen. Schön. Schön hier. Ey, Junge. Schön hier. Tolle Ecke. Ne? Statuen. Welche Statue willst du ansehen? Fangen wir mal mit der rechten an. Die Statue hält einen Steintiegel in der Hand. Er ist leer. Ja, okay. Hier muss man also irgendwas einfügen. Ja, werden wahrscheinlich alle. Na, okay. Alles klar. Ja, rechts. Fanatiker, Steinsäulen.
Die steinernen Säulen des Tempels sind mit Texturen und Bildern geschmückt. Was davon willst du dir ansehen? Den Schwarm kleiner Kreaturen. Die Zeichnung zeigt einen Schwarm kleiner Fische, die ein Boot umringen. Die gefräßigen Kinder. Alleine vermögen sie nichts. Zusammen beschwören sie sie. Unter diesen Worten hat jemand eine Nachricht hingekritzelt. Lass dich nicht von ihnen ergreifen. Verbrennen sie. Die steinernen Säulen sind, ja, okay. Die große Augenlose, das große Augenlose Biest. Ist hier da überhaupt keine Säule mit irgendeiner Schrift? Die Zeichnung zeigt einen großen Fisch mit ausgekreuzten Augen da. Die sich sehnende Mutter. Wenn die Hungernden nicht essen können, naht sie. Unter diesen Worten hat jemand eine Nachricht hingekritzelt. Blind, doch sie kann ihre Kinder hören. Um jeden Preis meiden. Sind diese Fische, diese Piranhas, die jetzt da um mich rumgedüst sind, sind das ihre Kinder? Die haben auch so geschrien. So, und der blubbernde Schlot. Die Zeichnung zeigt einen blubbernden Tiefseeschlot. Der Atem der Erlösung verbrennt jene, die Böses im Sinn haben. Nur die Reinen überleben. Aha, toll. So, unter den Worten steht folgendes gekritzelt. Schutz, folge dem Magma, finde sie. Muss ich jetzt hier zum Vulkan oder was? Hello. Ach. Wird's ja auch Tag? Ist der Tag? Nee, ist nicht, weil. Das Gruselding ist ja hier. So, schön, warte mal, gucken wir nochmal. Okay. Gut. Na, dann wollen wir da mal hin. Denn haben wir jetzt erstmal gerade eine andere Mission. Eieieiei. Wo ist mein Kumpel, der Pottwal? So, glaube ich, muss ich erwähnen, dass es total für den Arsch ist irgendwie, dass wir halt einfach jetzt 37 Tage noch nicht geschlafen haben. Und der Shit immer krasser wird. Bartmännchen. Okay. Ein Bartmännchen. Infernal. Cool. Okay, das scheint jetzt Tag zu sein. Dann fahren wir erstmal kurz ran, verkaufen den Fisch, bevor der mir vergammelt. So, Bums, oder? 272. Schön, ich habe tatsächlich ein bisschen Kohle, das heißt, kann ich eigentlich schon irgendwas hier auf. Pimpen? Nee, hier haben wir noch nichts. Haben wir noch nichts. Achso, Mann. Naja, egal. So, achso. Mist. Nehmen wir das hier erstmal raus und machen wir mal hier erstmal um den Angelhaken fertig. Aber wir können auch nicht machen. Egal. So, über die Schlote will ich auch mal meinen. Hab ich jetzt hier vertan? Das sind die doch. Die soll ich unbedingt meinen, ja? Das ist ja schön. So, aber die Gier nach Loot ist größer. Greifen die mich an? Also bis jetzt waren sie mir keinen Schaden. Teller, hau da ab mit dem Teller an, ey. Sag doch mit den Teller an. So, hier nochmal Stoff. Brauche den Stoff, den guten Stoff. Los, komm mit mir. So, die schwimmen jetzt. Ja, scheiße. Die schwimmen jetzt da um mich rum. Und das war's, oder was? Na gut, egal, jetzt holt mir erstmal den anderen Loot hier. Ich höre hier eine Menge Geräusche. Und alle sind nicht besonders beruhigend. Kelch, schön, schön.
So, lass mich raten. Kann ich hier die Mauer eindremmeln? Sein haufenloser Trümmer. Könnt ihr wegräumen, Abkürzung schaffen. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße! Oh, krass, die hat meinen Motor in den Arsch gemacht. Oh, no. Okay, gut, dann muss ich was anderes machen. Oh, fuck. Das ist ja nicht geil. Das ist ja nicht geil. Ja, der Weg ist jetzt auch nicht unbedingt kürzer, ne? Boah, okay, also die haben also diesen großen Fisch gerufen, oder was? So war ungefähr die Geschwindigkeit am Anfang, was das Boot hatte. Zieh! Warte mal, ich leg den Boost ein. Ich gebe alles! Jetzt sieht doch noch dicht aus. Aber... Ach. Ach, du Scheiße. Ist ja alle den Arsch. Ach krass, jetzt kannst du noch nicht mal angeln. Das ist ja heftig. Du siehst nichts mehr. Das ist ja krass. Oh, fies. Ja, Motorschaden, was soll ich sagen? Wie holt die Ruder raus? Ach Gott. Zahnstickers, wenn es mal länger dauert. So, ich denke, in einer halben Stunde sind wir da hinten angekommen. Schon dafür solltest du noch mehr Motoren einbauen. Dann fällt nicht alles auf einmal aus. Naja, ich weiß tatsächlich nicht irgendwie. Kann ja auch sein, dass der jetzt halt so einen Treffer gerade gelandet hat. Das waren jetzt mehrere Treffer, der er hatte. Grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? Aber... Aber ich will so langsam... Ja... Dankeschön. Wollte doch gerade schon wieder irgendwas bei mir in die Fracht rumhüpfen. Ich spreche aus Erfahrung. Okay. Ach ja. Boah, da war wirklich mit letzter Kraft hier reingeschleppt, ey. So total witzig, dass ich halt dabei immer noch die Shift-Taste drücke, was total sinnlos in diesem Spiel ist, weil ich halt denke, dass ich dadurch schneller bin. Ja, ist halt so Shift und... Und WASD ist dann immer so Rennen, normalerweise in Spielen. So. Hallo, Frau Schiffsbauerin. Einmal für 90 Tacken reparieren. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh Gott. Gott. So, Trogedock. Trogedock. Nee, hab ich schon. Stoff. Stoff. Und. Was soll dran? Ja. Ich. Ja, so ein Murks, Alter. Jetzt hängen wir. Jetzt sind wir hier in der Ecke. Er dreht auch schon wieder ab. Ach nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Gut, dann holt mir erstmal hier vorne die großen Fische. Das ist ja mein nächster. Ja, der Klaffhachenhai wieder. Der gute. Das sind die besten. Shift-Taste zu drücken für Springen. Typische Gamer-Krankheit. Ja, absolut. Absolut. Du tut schon wieder gerade. Was war das Schwachsinn? Das ist witzig. Den ersten verklicke ich immer hier. Das ist aber, das lohnt sich. Das ist schön. Leute, ich greife gerade ein bisschen nach den Sternen, aber ich finde, wir haben gerade fast alle Sachen, die wir tatsächlich so ein bisschen so für die nächste große Upgrade bräuchten, irgendwie so halb zusammen. Wir brauchen eigentlich nur ein paar Bretter, gerade derzeit, und ein paar Metallteile.
Oh, warte mal, was ist denn hier los? Mutierter Hai ist natürlich immer gern gesehen. Hallo, meine Schönheit. So, machen wir mal anders. So. Und leer. So, hier mal packen. Das brauchen wir natürlich auch. Ein paar Eisenteile. Ja, und ich bin jetzt gerade ein bisschen zwiegespalten. Ich würde eigentlich jetzt... Ich weiß nicht, irgendwie das mit dem Vulkan, das kommt mir gerade ein bisschen heavy vor noch irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin. Ob unser Boot dafür bereit ist. Deswegen würde ich vielleicht doch eher... Was ist das schon für ein Sound hier um uns herum? Den hatten wir schon hier, ne? Ja, den hatten wir schon. So, okay. ja, ab in die Mangroven. Da kannst du noch so viele Mimis abfeuern. Also Teufelsriss kommt mir jetzt gerade noch ein bisschen heavy, wie gesagt, vor. Und das, was wir da erringen können, ist tatsächlich erstmal noch nicht so, dass ich jetzt sage, yeah, zum Fanatiker folgen. Möchte ich eigentlich noch nicht. 2174. Mann, wir sind reiche Leute. Wir sind echt reiche Leute. Außerdem müssen wir auch... Genau. Außerdem müssen wir auch erstmal unserem ursprünglichen Handwerk nochmal nachgehen. Ja, wir sind Fischer. So, oh, warte mal, was haben wir hier? Ach nee, das sind Scheiße. Ich muss erstmal hier mal ein paar kleine Fische rausholen hier aus dem Wasser. So, Händler verkaufen. Verkauft. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Meistens. Die anderen haben ohne zu sagen. Okay. So, hier vorne war, glaube ich, nachts immer noch so eine Stelle mit Brettern, ne? Genau, hier. Here it is. Die holen wir uns noch schnell. Denn Bretter sind immer gut. Auch wenn es nur eins ist. So, okay, das werden Oktopusse sein. Okay, ich muss also hier hin. Ich muss da hin. Turn around. Quicktime Steve ist bei dem Spiel richtig hart am Start. Nö, das geht eigentlich, tatsächlich. Gut. Falsche Richtung. Du kannst halt am Anfang kannst du mal sehr schnell drücken irgendwie und dann liegst du halt einfach falsch oder halt, wenn die Teile halt immer ein bisschen kleiner werden, liegst halt auch mal dazwischen. Das passiert. Du hast halt auch nicht wirklich einen signifikanten Nachteil dadurch oder einen Vorteil irgendwie, solltest du die Dinger schaffen oder eben nicht. Also klar, beim Dredgen dauert es halt, fängt es immer wieder von vorne an, wenn du irgendwas rausziehen musst. Oh. Holy, 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 holy. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und da haben wir noch eine Händlerin. Wollen wir mal nicht gleich mit leeren Händen kommen? Was ist das denn? Wiebernfisch, na der sieht ja erstmal. You ugly son of a bitch. Das ist mal ein Schmuckstück. Wunderbar.
Gut. Was haben wir hier? Schwarzflossentun. Okay. Nehmen wir. Zack. Er schüpft. Okay. Unheilsschwangere Musik. Großkopf, Meeresche. Mann, Mann, Mann. Ja. Alle Fische, die ich noch nicht gegessen habe. So, so, so. Wir wollen ja halt nicht mit leeren Händen kommen. Oh, das sieht aber schön aus. Vielleicht ein Meeresche. Wisst ihr was? I have a plan. Heieieiei. So, ich weiß nämlich von einem Punkt hier. Das ist nämlich auch wo du Fische reinlegen kannst. Und du brauchst genau diesen Fisch dafür. Exakt diesen, einen davon. Hab ich einen kleinen Tipp bekommen. Sozusagen. So, dann müssen wir noch ein bisschen weiter rum um die Insel. Und dann bekommen wir etwas sehr, sehr Cooles. Das würde ich mir tatsächlich nicht entgehen lassen, dadurch, dass man nämlich das Ding sehr, 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 sehr selten findet. Okay, hier ist nicht. Warte mal. Das ist jetzt gerade übersehen. Irgendwo hier ist dieser Schrein. Zu dem wollen wir hin. Ja, ein umförmiger Felsblock mit einer kleinen Plattform an der Basis. Die eingemeißelte Gestalt, die deformierte Fische sind nur schwer zu erkennen. Genau, und hier sehen wir die nämlich. Die Wellen schnappen bis auf die Plattform, auf der du die Anomalie abgelegt hast. Als das Wasser damit in Kontakt kommt, ertönt ein summendes Geräusch. Das zuvor so stille Wasser beginnt zu brodeln und überspült den Fisch. Und wir haben eine Seenangelrute bekommen. Brutale Mechanismen. Drei Aushöhlen, oh Gottes Willen, Alter. Ozeanisch, Mangroven und Flachwasser. Fanggeschwindigkeit plus 28%. Nice. Und ich bin einfach komplett voll, oder was hier? So, okay. Schön, das musste ich jetzt leider mal ganz kurz vorher machen. Mehr über die Mangroven weiß ich jetzt auch nicht. Aber das war das, was ich wusste. Tarpun. Hm, okay. Dann würde ich jetzt mal zur Händlerin. Dup-di-du. Was haben wir hier? Okay, mal schon. Vielleicht finden wir hier auch so eine lange Makrele. Das wäre auch cool. So, hier haben wir eine Mutation. Dann schauen wir mal. Glänzende Meeresche. Schön. Schön hässlich. Und wir sind full. Hallo, Frau Händlerin, wo sind Sie? Ich habe hier eine Menge Fisch. Da ist er. Wunderbar. So, wunderbar auf den Fischmarkt. Mal schauen, wie viel kriegen. 248 nur? Das ist echt nicht viel, ey. Das ist echt nicht viel. Das ist nicht viel, Freunde.
Schwimmdog. Ein Brett fehlt uns noch. Sehr schade. Sehr schade. Und wie es hier wieder aussieht. Ja, du kannst halt drehen, du kannst halt wenden irgendwie. Das sieht einfach alles irgendwie murksig aus hier drinnen. Okay. So, können wir noch irgendwas machen? Ah, Moment, wir können allerdings nochmal schauen. Ja, komm, die gönnen wir uns. Zwei Stück und damit dürften wir auch tatsächlich den Motor uns kaufen können. Nice, Forschung abgeschlossen. Strahlantrieb ab jetzt im Handel erhältlich. Für 2,70. Für 2,70. Alter, kauf ich. Wie, einen hat's er davon oder was? Ich hätte nur einen davon? Oh Mann! Schade. Aber jetzt auch wieder knapp 10 Knoten schneller. Na, das ist schon geil. So, lohnt sich denn diese Angel zu tauschen? Eigentlich nicht, wa? Mit der, nee. Küste, flach, Mangrove und vulkanisch. Ozeanisch, Mangrove, Flachwasser. Nee, das ist einfach, lohnt sich nicht. Nee. Schade, aber schön. Schade, aber schön, das Ding. Folgendes, weiß ich auch nicht. Kann man das eigentlich, sollte man das verkaufen? Sollte man das wegschmeißen? Sieht so sinnlos hier in meinem Inventar aus. Dieser Murks. So, das nehmen wir jetzt hier alles mal mit. Dynamit braucht man immer. La, wirf die Folgendes über Bord. Ja? Okay, okay. Nee, nicht Kajüte in Frage. Hier ist er, ja. Wusste man nicht so, ob das für irgendwas nur gut sein soll. Für dieser Teller, Alter. Dieser Scheiß-Teller. Yes, also der ist nicht schön. So, ablegen. So, lass uns doch mal jemanden die Mangroven ankicken hier. Uiuiui. Ui, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Ist er noch da? Ist er weg? Ist noch eine Flaschenpost? Okay, wir müssen hier lang. Moment, hallo. Ein Schatz, den es zu holen gilt. Zu heben. Da ist einfach die Gier zu groß bei mir. Ein Monokel. Noch ein kaputtes. Na, das wird ja richtig. Das wird ja richtig Kohle bringen, halt Angst. Ah, auch nochmal eine Flaschenpost. Meine Güte. So, was haben wir da? Ach, das ist ja schlimm für hier. Nehmen wir erstmal ihn. Abgestürztes Flugzeug ist ja geil. Fieserwicht, grüß dich! Hi! Ein großer Mann beobachtet dich durch die aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben diese Geistfresser genannt, weil sie einen den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen,
und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader hier recht habe. Ja, was ist mit ihm passiert? Einige von uns stürzten in den Nebel ab, krachten in die Baumkronen oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums. Doch er bot uns nun dürftigen Schutz. Auch bevor Hilfe kommen konnte, verschwand unsere Zahl, dezimiert durch Feind und durch den Wald selbst. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegernhelden kennengelernt, doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich kann helfen! Toll. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile der Mörser meiner Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere die Abschnittstellen auf der Karte, dann kannst du nachsehen, was da zu holen ist. Was soll ich nochmal tun? So, wie willst du deine Kamera nähern? Die haben ein paar Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das erschien mir recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu den anderen Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier, nimm das. Auf Treu und Glauben. Oh. Oh nein, ich hab weggeklickt. Scheiße. Okay. Wozu brauchst du die Erkennungsmarken nochmal? Nee, wissen wir jetzt auch. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Schiffswracks? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Na gut. Okay, erzähl mir mehr über diese Geistfresser. Teuflische Kreaturen, sag ich dir. Durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege, um dann plötzlich aufzutauchen und ihr grässliches Lied anzustimmen. Beim ersten Mal erschien mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie müssen mir das Unterholz gejagt haben. Seitdem versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren. Also sei vorsichtig. Alles klar. Okay. So, dann legen wir mal ab. So, war das Vieh, was da aus dem Wasser gekickt hat, mit dem leuchtenden Kopf, war das ein Geistfresser? Ist jetzt einfach bloß, das ist einfach nur eine Fackel. Na, hallo. So, Sprengladung benutzen, auf geht's. Badaboom. Und hier ist eine Flaschenpost. So, und wir müssen tatsächlich noch mal kurz in die Kajüte gehen, weil wir haben schon mal eine Flaschenpost gefunden. Und jetzt haben wir zwei gefunden. Mein Liebling, endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört. Aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Wirf mich zurück. Was? Zerfledderte Quittung. Goldstein und Sohn. Nummer 27 in Kleinmarkt, 22. Dezember 1926. Die Summe von $50.00 für eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung erhalten. Bemerkung, weitere $3 für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde will morgen wiederkommen, 23. Dezember, und um das Schmuckstück abholen. Der Text einer Gravur lautet, für Jay, an den leuchtenden Stern. Ja, die Flaschenpost ist ausschließlich von einem Pärchen, wie wir es bis jetzt so gefunden haben. Okay, die Punkte müssen wir also abfahren. Was es mit denen auf sich hat, wissen wir tatsächlich noch nicht so wirklich. Habe ich denn was im Frachtraum? Ja, habe ich. Schön. Müssen wir rausschmeißen, wie schön. Was? Was?
Was? Okay, die Mangroven sind also lebendig, oder was? Was haben wir hier? Nee, will ich nicht. Okay. Also die Mangrovenwurzeln machen uns anscheinend den Weg frei. Oder versperren ihn uns mal. Oh, und hier ist ein Flugzeug. Mal schauen. Hier sind ein paar Mörserteile. Die holen wir natürlich sofort raus. Cool, jo. So, was ist hier noch? Stahlteile. Metallteile. Immer noch. Hier. So, wir werden jetzt wahrscheinlich halt komplett durch die Mangroven schippern müssen, um hier alle Teile zu finden. Die Frage ist, ob wir auch an alle Wege jetzt... Oh, cool. An alle Wege so rankommen. Oder ob wir jetzt wirklich noch mehr Mangroven aufsprengen müssen. Weil wenn, hoffe ich, dass ich genug Sprengstoff bei habe. Ansonsten wird es eng. So, kick mal eins, ist an dieser Bucht hier vorne drin. Crocodile Dundee. Kann ich den fischen? Nee. So, aber das ist doch der Typ. Hier ist doch, in der Bucht ist doch der Typ drin. Und da muss ich jetzt jede Teil einzeln abgeben. Das wäre nervig. Was ist das? Ein Wels. Mhm. Sehr schön. Trophäe fangen. Gut, den düse ich mal schnell zu ihm. Weil laut Karte... Ja, wir sind zu ihm. Es kann halt wirklich sein, dass wir jetzt die Mörserteile einzeln abgeben müssen. Läuft so. Na, ich habe einen Teil des Mörsers gefunden. Du hast eine Komponente gefunden. Oh, ein Teil fehlt noch. Wir haben es fast geschafft. So weiter. Okay. Gut. Also sind es nur zwei Teile, die uns fehlen, nicht drei. So, dann lass mich doch mal schauen. Der nächste ist tatsächlich hier vorne in der Nähe. Aber da vorne sehe ich schon, wo so was leuchten wird. Okay, okay. Ah, wunderbar. So, das war ja doch alle relativ nah aneinander. Schön. So, Dreier-Einheit. Nehmen wir mit. Was finden wir hier nebenan noch? Stahlteile. Ich nehme eins. Holz wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen lieber gewesen. Aber, was soll's. Ja. Okay. Hallo? Auf, Junge! Und irgendetwas antwortet mir. Ah, okay, alles klar. Sehen also mit der Zeit mal wieder weg. So, hier haben wir noch eine Post. Oh, jetzt haben wir auch Schwein gehabt, Alter. Ich dachte schon, dass mir jetzt hier was auf den Fisch, den ich hier habe, gesprungen ist. Bei dem würde ich sehr gerne verkaufen. Der wird wahrscheinlich gut Geld bringen.